Yeah, Mobile Broadway geht in die nächste Runde und heute wird's rockig. Ich habe eine Megaband eingeladen, die habt ihr auch schon einige Male auf Vox gesehen. Ja, also ich glaube, die können sogar kochen, sind glaube ich auch schon mal halb ausgewandert. Ja, jetzt sind sie mal hierher nach Dettenheim gewandert und ich sag mal herzlich willkommen hier bei mir im Auto, The Pussy Sister! Hey! Ich hab's geahnt. Hi, hi! Hi! Ich grüße dich, Nadja. Grüße dich, die anderen. Wie sagt man Hallo so? Ich bin ja so unruhig. Rock'n'Roll, Pussy Sister. Rock'n'Roll, so? Nein, ja, wir machen so. Man kann natürlich auch so machen. Egal wie. Rock'n'Roll, also das kann ich nicht. Rock'n'Roll, Pussy Sister. Oder so. Die Pommesgabel. Kennst du die Pommesgabel? Die? Das, ja. Das ist die Pommesgabel. Das Einzige, was ich kann. Das ist die Rocker-Pommesgabel. Ah. Das kann ich auch. Das kann ich auch. Das müssen wir mal kennen. Okay. Schön, schön, dich kennenzulernen. Hi. Ja, mich freut es auch so. Hi. Eigentlich gibt es Küsschen. So, Küsschen ja, gibt's. Ach komm. Erster Kiss. Komm. Küssen vor der Kamera, oder? Ja, es gibt immer Küsschen. Wir haben nur noch keine Zeit. Du hast recht. Wir sind echt unter. Okay, okay. Küssen, vor allem habe ich heute noch durch die Zähne geputzt. Wenn die Polizei uns anhält, musst du angeschnallt sein. Das wollte ich jetzt nur sagen. Muss ich mich anschnallen. Genau, schnall dich mal an. In der Mitte, wie das kleine Kind hier. Ja. Sehr gut, sehr gut. Appa. So, und wir müssen jetzt mit dir Auto fahren. Jupp, ihr fahrt jetzt mit mir Auto. Hast du auch den Führerschein? Ja, ich habe ihn. Oh, sehen. Bist du auch 18? Ja, ich will ihn sehen. Bitte zeigen wir. Zeigen wir. Sorry, ich habe leider keine Assistenten. Alles Alex, im Kofferraum. Du wirst dir doch jetzt imponieren wollen. Wir sagen, sie sieht so jung aus, sie ist so falten. Ja. Genau. Sie ist noch nicht mal 18. Genau, so sieht's aus. Das war mein Hintergedanke. Ja. Ja, manchmal dauert es erst eine halbe Stunde, bis die Katastrophe losgeht. Ne? Aber jetzt schon nach nicht mal einer Minute. Aber Nadja, weißt du, was schön ist, dass du uns mit diesem mobilen Broadway, der Broadway Mobil, hier im Dorf rumfährst. Jawohl. So richtig nach unserem Dialekt, bayerischer Dialekt hier im Dorf. Wunderbar, in Dettenheim oder Ich hab erst mal gedacht, sie kommt vielleicht mit dem Traktor oder so. Wie soll ich mal mit Außenkarten? Habt ihr Hunger? Ja, okay. Rohe Eier? Wir können ja vorne auf der Haube. So. Wir würden gerne Bier trinken, natürlich, aber. Sorry, leider nur alkoholfrei. Ne? Alkoholfrei? Wie wär's? Da vorne gibt's bestimmt so eine kleine Klitsche, so ein kleines Dixi, Kiosk. Da kommt Dixi, stopp, ich muss anhalten, Dixi. Wisst ihr, das ist so ein richtiges Murphys Gesetz. Ja. Du fährst irgendwo und auf einmal kommen von allen Seiten irgendwelche Leute. Dixi-Kloser, genau. Also schwätzen könnt ihr ja schon mal unglaublich. Da fährt die Mama die Roller durch die Gegend, früher hat man Kinder durch die Gegend gefahren, also der auch lustig. Ne? Also. Chris und wie war dein Name noch? Alex. Erzählt doch mal was von euch. Wieso warten ihr bei die Auswanderer und Comedina? Was ist da passiert? Weißt du? Habt ihr da gesungen oder habt ihr da gekocht oder habt ihr da ausgewandert? Nee, also mit der Auswanderer, das war eigentlich, mir war eigentlich überlegt, wie bekommt man am schnellsten Publicity? Nein, es war so, die Jahre zuvor sind wir öfters in Amerika gewesen. Auf Tour. Wir haben da immer selbst geplante Touren gespielt, insgesamt mittlerweile 33 Bundesstaaten in den USA bereist. Angeber. Ja, ja, genau. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, da war so eine Plattenfirma drüber, so eine Booking-Agentur, die wollten, dass wir für längere Zeit rüberkommen. Und es hat sich auch am Anfang eigentlich echt alles super angehört. Da haben die gesagt, kommt rüber, ihr könnt mal ein halb, dreiviertel Jahr drüber wirklich durchgehend Shows spielen. Und das haben wir dann irgendwie gesagt, haben wir gesagt, okay, lass uns mal Vox anschreiben, vielleicht haben die ja Interessen, das Ganze zu begleiten. Es war natürlich so, die waren total hier. Ja, das glaube ich. Die wollten uns unbedingt sehen. Die wollten euch nicht begehen lassen. Die wollten sehen, wie wir da drüber untergehen. Und dann sind wir halt da mal rübergeflogen und haben dann mal die ersten Shows gespielt. Vox war dabei. So, jetzt will ich was hören von euch. Okay. Ich habe da was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied noch kennt. Vielleicht ist es ja schon uralt oder so. Auf, komm, ob sie was noch kann. Your mama said, you're walking on the way to nowhere. Ganz leise, Schmatsch. Don't wanna stay and waiting for a better day. Yes. You are all or nothing. And follow all your dreams, you don't care. What people think about you. What they say. Come on! 1, 2, 3, 4! Das macht mal Mr. Komar, das ist mal sein Einsatz. Da freut er sich immer drauf. Auf Hüpfen! Lass das Auto beben! Ich hab noch nie was gespielt, Leute, aber auf jetzt! Alle! You
mama said, you're walking on the way to nowhere. Woo! You don't wanna stay and wait for a better day. You want nothing and follow all your dreams and don't care what people think about you and what they say. Aber du kannst doch das mehr, oder? Jetzt kommt das mehr. Before the heavens were. Jetzt kommt das mehr. Jetzt alle. Hey! You walked away to nowhere. You've gone away. Jetzt nur du. Aber Spinner passt ja noch. Hey, Kalifornien. Was ist das für eine Seefahrt hier? Seemann. Ahoi, ahoi. Lass das träumen. Seemann. Komm bald zurück. Seht mal, ihr könnt eure Playbacks, eure Instrumentals, könnt noch ganz andere Sachen draus machen. Also wir sind eine Rockband, ja, aber wir hören ja alles. Wir sind offen für alles. Also, okay, wenn wir Party feiern, Beachies, Beachies. Küste. Am norddeutschen Strand sind die Fische im Wasser. Und was kommt als nächstes? Darf man schon verraten? Jetzt macht ihr Box wieder unsicher? Ja, jetzt als nächstes im September sind wir die Gesichter von der Sendung Traumhaus am Meer auf Box. Da haben wir uns begleitet in Kroatien, wenn wir unser Ferienhäuschen suchen. Und es ist schon eine mehrteilige Staffel. Es kommt abends, ich glaube. Also es kommt immer nach Gut bei Deutschland. Nach Gut bei Deutschland, genau. Ab ca. 22 Uhr. Ah, ihr seid echt cool. I'm not proud, but there's nothing I can do. Jetzt wird's zart. Now I can't believe it's over. You said we would walk away together. Come here. We are getting colder than memories that you're the things I have. Always drift apart. Now the days are colder. We are you, the nights are not like before. Jetzt muss er auch Solo spielen gleich. Solo. Das Solo. Auf, komm. Nadja in. Nadja in. Auf! Ich kann deine Gitarre spielen. Ich muss aufnehmen. Dann bist du. Dafür kann ich Schlagzeug. Ganz Schlagzeug. Auf! Lass rein! Now can't believe it's over. You said. We walked away together. I don't know where. Goodbye, Nuggets! And we are getting older. And the memories are the only things I have. Ich hatte vor kurzem die Danny and the Boy hier im Auto, ja. Und die haben dann auch immer so komische Fans dabei gehabt. Da kamen so komische alkoholische Getränke rein. Aber wir haben da keine Fans. Oh, warte mal, das ist schon ein Aua. Für meinen Mann. Nee. Alkohol, gibt's für meinen Mann? Nein, Alkohol am Steuer. Das ist, übrigens, das ist für Moment. Mich. Entschuldigung, das ist für ich muss ganz kurz mich warm. Ihr habt ja keine Fans. Das habe ich auch schon gewundert. Wir haben keine Fans. Wir sammeln Fans. Deswegen. Jetzt machen wir hier mit, dass wir ein paar Fans bekommen. Deswegen Dettenheim. Ja. Das sind ganz viele Häuser hier. Guck doch mal. Vielleicht. Ist doch hier jemand, der euch geil findet? Ich weiß, wer uns geil findet in den Heim. Ja? Weißt jemand? Du wer? Der Reit? Nee, der Rainer Gottwald. Hey, the price is not too high to pay. Komm, Rainer! Hey, you walked away to nowhere. You gone. Sind Sie mal!
habe keine Stimme mehr. Ich habe keine Stimme mehr. Der Rainer Gottwald. Der alte Tobi. Hey, der Rainer Gottwald, ja. Oder? Das ist ein Fuchs. Ein Vincent Feigebutz, dein Manager. Ist das geplant bei dir jetzt hier, oder was? Hä? Nee. Ist geplant. Ist doch geplant. Raus mit euch. Ist doch geplant. Ciao. Ende. Pussy Sister by the Mobile Broadway.